Mit unserem Ronny geht's heute in den Rhein-Pfalz-Kreis nach Birkenheide, eine kleine Gemeinde knapp 10 Kilometer westlich von Ludwigshafen. Meine erste Station, das Dorfgemeinschaftshaus, hier treffe ich die Person, die sich mit der Historie der Gemeinde wohl am besten auskennt. Bürgermeister Rainer Reiß. Es sind mehrere Punkte. Birkenheide ist die jüngste Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis und es ist die Gemeinde mit dem höchsten Freizeitwert. Freizeitwert, wenn ich aus Umweltgründen, Naherholungsgründen definiere. Es liegt daran, dass rund 42% meiner Gemeinde der Gemarkungsfläche Landschaftsschutzgebiete Naturdenkmal sind. Also wir stellen enorm viel an sogenannter grünen Umwelt für die gesamte Region zur Verfügung. Als Bürgermeister hat Rainer Reiß eine besondere Geschichte. Von 1999 bis 2014 war er im Amt, seit 2019 dann erneut. Er ist damit der einzige Bürgermeister hier in der Region, der Vorgänger und Nachfolger seines Amtes ist. Gemeinsam mit ihm gehe ich auf Entdeckungstour durch die rund 3200 Seelengemeinde und mir wird klar, großen Lärm und Industrie gibt es in Birkenheide nicht. Und ohne den Zweiten Weltkrieg und eine fragwürdige Umsiedlungsaktion hätte es Birkenheide in dieser Form wohl auch nicht gegeben. Ja, Birkenheide ist eine sehr, sehr junge Gemeinde, wobei unsere Gründungsväter liegen in Weisenheim am Sand. Im Jahr 1936 wurden die ersten kinderreichen, sozial Schwachen von Weisenheim am Sand ausgesiedelt. Und die kamen auf unsere Gemarkung. Und danach, in 1939 bis 1944, kamen dann die Kriegsflüchtlinge, die Ausgebombten von Ludwigshafen-Mannheim. Und so hat sich Birkenheide entwickelt. 1952 wurde Birkenheide selbstständig und ist somit eine der jüngsten Gemeinden der gesamten Vorderpfalz. Nach dem Besuch des historischen Friedhofs samt Kapelle heißt es, nächster Stopp, Ortskern. Hier rückt sofort die katholische Kirche St. Josef in den Fokus. Grundsteinlegung war 1967, das verwendete Material Holzfertigteile. Das hielt aber nur rund 20 Jahre, deswegen musste 1993 ein Neubau her. Hier treffe ich auch Ursula Ofer, die mir etwas ganz Besonderes zeigt. Das sind gespeicherte, von berühmten Orgeln gespeicherte Klänge. Die werden auf Tastendruck abgerufen. Deshalb haben wir hier keine Orgelpfeifen, sondern ganz hochwertige Lautsprecher. Die Kirche im Ortskern und der Ortskern selbst. Viel los ist hier nicht, aber es gibt alles, was man zum Leben braucht. Das ist das Einzige, was Birkenheide hat. Unsere Einzelhändler, Bäckerei, Metzgerei, Obst und Gemüse, Apotheke, Tabakwaren, Schreibwaren. Da sind wir stolz, dass wir die wenigstens haben. Das heißt, ich kann den täglichen Bedarf in Grenzen decken. Alles andere ist in Birkenheide nicht möglich. Aber Birkenheide ist halt die berühmte Schlafgemeinde. Ja, eine Schlafgemeinde, in der man viel Ruhe bekommt und abschalten kann. Vor Gute allem, Zeit. Danke sehr. Wenn man aus der hektischen Tschüss. Großstadt kommt. Ich verabschiede mich von Bürgermeister Reiß, aber noch nicht von Birkenheide. Eine Station steht nämlich noch aus, du der Tierpark. Dir gefällt es jetzt hier, gell? Bei Regen und Matsch. Tierpark Birkenheide, hier kommen die Einwohner her, um sich zu erholen, Natur zu genießen. Und wir gehen jetzt auch mal gemeinsam auf Entdeckungstour. Kommt mal mit. Mehr als 50 Tierarten leben im Tierpark und locken über das ganze Jahr hinweg unzählige Eltern samt Kinder an. Frau Guhmann, ich treffe Sibylle Guhmann vom Tierpark Birkenheide. Frau Guhmann, hier geht's los eigentlich für viele die erste Station. Hier gibt's nämlich Futter für die Tiere. Ein Euro habe ich auch dabei, schmeiße ich jetzt hier rein. Ins Futtergeld. Jawohl. Dann nehme ich mir ein Päckchen. Ja. Und dann gehen wir mal auf große Tour durch Ihren Park, oder? So machen wir das. Der Korb mit den Futtertüten muss täglich neu aufgefüllt werden. Wichtig für den Park. Später dazu mehr. Ja. Frau Guhmann, jetzt sind wir im Herzen Ihres Parks. Ja. Wie lange gibt es denn den Park hier schon? Den Park gibt es seit 1964. Wahnsinn. Und die Leute kommen warum hierher? Es ist kostengünstig, wir verlangen keinen Eintritt, dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind und die Kinder finden es toll hier. Die Besucher haben viel Kontakt mit den Tieren, sie können sie füttern, streicheln und vielleicht auch ein bisschen mit ihnen spielen. So wie wir das jetzt tun mit den Schweinen, Frau Guhmanns Lieblingstiere im Park. Meine Schweine, die mag ich. Ich mag alle Tiere, sonst würde ich es ja nicht machen. Ja, logisch. Ich habe auch von nirgends Berührungsängste, als ich gehe in jedes Gehege rein, bis auf die Eulen.
die sind natürlich... Ja, die sind mit Vorsicht zu genießen. Von den Schweinen geht's zu den Ziegen. Ein wenig hektischer. Hast du schon? Frau Huber, nicht, dass Sie mir den Finger hier abbeißen. Mach mal Nein, die machen gar nichts. Mit der bloßen, gell? Die machen ja wirklich gar nichts. Die machen ja gar nichts. Also, halt mal, jetzt nochmal das Kleine. Komm mal hier, komm. Frau Kuhmann, das ist ja, so ein Tierpark zu führen, ist ja auch eine Lebenseinstellung oder eine Lebensberufung, will ich mal sagen. Ja, also es ist schon relativ viel Arbeit. Also ich bin morgens da, dadurch, dass die Männer, es ist ja alles ehrenamtlich. Die Männer gehen arbeiten über Tag, kommen aber abends zum Füttern, aber die Vorbereitungen und... mache ich alles morgens und dann bin ich abends wieder da zum Füttern. Es müssen Tüten gemacht werden, dass die Kinder was zum Füttern haben. Es muss eingekauft werden, es muss Futter bestellt werden. Ein Fulltime-Job für Frau Huhmann und ihre Familie. Aber auch ein gemeinnütziger Verein muss sich irgendwie finanzieren. Hier läuft das Ganze über die 1-Euro-Futtertüten. Ja, der Korb für die Tüten wird jeden Morgen einmal aufgefüllt. Ich danke Ihnen für diese Rundtour und... wünsche Ihnen alles Gute. Wünsche ich Ihnen auch. Für alles, was noch kommt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.